bisher. Hier haben wir die gut verpackten Kufen von Harvard Lorenzen, das goldene Armband des Weltcup-Führenden und auf der Außenbahn Alex Boisvert-Lacroix. Beide Hammer-Sprinter, vor allem der Kanadier links. Was ist das für eine super Beschleunigung? 9,61, die schnellste heute. Das für einen Mann, der fast 1,85 Meter groß ist. Aber Lorenzen schiebt das schön auf der Gegenseite. Geht jetzt raus, hat es etwas leichter. Der weitere Kurvenradius in der zweiten Kurve liegt dem Norweger. Aber Boisvert-Lacroix ist vorne, der Kanadier. Trippelschritte, aber ausgangs der Kurve. Jetzt kommt Lorenzen. Lorenzen, Lorenzen gewinnt. Und er ist vorne. Da hat er wieder den Finger oben. Dieser Hasardeur auf dem Eis, Harvard Lorenzen, gewinnt erneut über 500 Meter den Weltcup. Alex Boisvert-Lacroix kommt auf das Podium gestürmt, dazwischen Jans Meekens, und für Nico Ihle heißt das, er ist nah dran, aber er hat es nicht ganz geschafft. 500stel fehlen ihm, das ist schon wenig. Und er setzt sich um 3/5000stel durch gegen die Folgenden. Lorenzen, beide Arme hoch. Der Powermann nach einer kleinen Schwächephase wieder zurück. Hier schauen sich das mal an, wie eng das dazu geht. Mölder immer noch für mich unklar. Warum ist der da noch auf Rang 4? Aber fragen wir doch mal bei Nico.